Moinzen und damit willkommen zurück. Wir sind durch mit der Befragung unserer Crew soweit. Ja. Und dann machen wir uns mal auf zur Omega-Station. Oh ja. So, das ist ja wieder hier alles klar. Naja, hier müssen wir Treibstoff kaufen, ist ja der Wahnsinn. Was ist unser Treibstoff? Ach, das ist das. Stimmt. Absturzstelle der Normandie. Das ist das Erste, was wir machen, Digga. Kumpel. Kumpel, ernsthaft jetzt, Kumpel. Stimmt. Sonde unterwegs. Bei Forschungsprojekten wird Palladium für Upgrades von schweren Pistolen, Panzerung und Kybernetik benötigt. Starte Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Platin für Upgrades von Präzisionsgewehren, Schrotflinten und medizinischer Ausstattung benötigt. Sonde unterwegs. Bei Forschungsprojekten wird Element Zero für Upgrades von Bioverstärkern und Universalwerkzeugen benötigt. Starte Sonde. Gruppenmitglieder mit biotischen und Tech-Kräften werden dadurch erheblich effektiver. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Das ist auf jeden Fall. Sonde unterwegs. Es ist damals. Bei Forschungsprojekten wird Iridium für Upgrades von schweren Waffen, Maschinenpistolen und Sturmgewehren benötigt. Als ich es damals gespielt habe, fand ich es übelst cool. Es könnte nervig Sonde werden. Unterwegs. Könnte etwas nervig werden. Starte Sonde. Starte Sonde. Starte Sonde. Wir haben 30 Sonden gehabt, ne? Jetzt haben wir fast. Fast bloß Sonde nur der Hälfte. Unterwegs. Sonde gestartet. Starte Sonde. Starte Sonde. Übelster Ausschlag. Alter. Sonde unterwegs. Ah, den haben wir ausgebeutet, den Planeten. Das mit allen machen muss, ist echt.
ich glaube, nee, alle sind gut bestückt, ne? Da ist zum Beispiel nur Mittel. Starte Sonde. Schon ist vorbei, theoretisch. Wenn es bestimmt irgendwo noch was. Starte Sonde. Die Frage ist jetzt, kommt dann auch niedrig noch abgebaut oder was? Weil da. Sonde gestartet. Starte Sonde. Ich weiß es nicht mehr. Ob dann auch noch abgebaut kommt. Sonde gestartet. Es gibt ja durchaus noch relativ viel zu holen hier. Sonde unterwegs. Ich werde glaube so die Planeten. Starte Sonde. Planeten abfahren, das wäre schon alles so. Also zwischen den Folgen, ne? Weil das ist ungefähr so wie Erdeschaufeln in Minecraft. Sonde gestartet. Am Anfang ganz witzig, aber dann irgendwann. Sonde unterwegs. Ich glaube, du kannst ja bloß eine gewisse, wenn das voll ist, ist es voll, ne? Sonde gestartet. Alles klar, es kommt mal abgebaut. Alles klar. Nein! Oh, Hölle! Also, das mache ich alles nach. Nach der Folge hier dann abbauen. Ne? Anomalie geortet. Sonde gestartet. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Anomalie geordnet. Scans bestätigen das Wrack der SSV-Nomadi auf dem Planeten, auf der Planetenoberfläche. Keine Anzeichen von Leben oder synthetischen Aktivitäten entdeckt. Stabile Landezone an der Abschlussstelle geordnet. Landen. Wollen uns das natürlich reinziehen, ne? Und natürlich ein Denkmal. Steht da schon ein Denkmal? Haben die da schon jetzt gesetzt, oder? Der Marco. Ich bin ganz alleine. Ja, ich bin hier ganz alleine. Du musstest ja die Doc-Tags sammeln, oder? Ja. David Russman. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht gelesen. Schade, dass du hier halt die Waffe nicht wegstecken kannst, oder? So. Das hat Shepard natürlich in der Hosentasche gehabt. Ja. Darwin-tality, was? Okay. Langes her, ne?
wir standen, durchs Weltall gecruised sind. Tür, die irgendwas reflektiert. Noch was? Raymond Mandira. Ich hoffe, ich weiß das auch nicht wo. Weil manche Namen sind echt ein bisschen komisch auszusprechen. Das ist eine rechtliche Kiste. Achso. Hook, Hooks, Charleston, genau. Das mit dem C aussprechen in Englisch ist immer ganz, ganz gut. Da ich schon kein Englisch-Genie bin. Magari, was auch. Gut, ich weiß nicht, wie man das wegsteckt, also was. Drüben ist noch einer. Der Marco. Hat es aber relativ gut überlebt, ne, wenn du was überlegst. Crossbase Healers, was? Okay. Larsen, HW, was so. Guck mal hier. Element Zero. Barrett. Raymond. Oder Knöbel. Gibt's doch, glaube ich, irgendwo Viecher, oder? War das nicht so? Emerson Hector? Oh. Verhältnismäßig lang. Oh, hier nicht irgendwo einer hier rein. Monika, Nikola, irgendwas komisches. Level, denn was Level? Irgendwas mit Level. Boden. Wir finden auch klar alle. Wir haben jetzt 12 von 20. No Helen M. Kaidan. Das war irgendwie was Osteuropäisches. Alexei war das, glaube ich. Und dann ein etwas längerer Name. Tanaka Raymond. So. Und Element Zero. Lavey Rupert, keine Ahnung. So, das Rettungskapsel. Hier drin.
Bei den Rettungskapseln, das ist jetzt relativ clean, kann das sein? Die ganze Maßstab. Ekti, Ek, Ebeski, keine Ahnung. Es brauchen wir aber immer noch was. Auf jeden Fall noch eine Kiste, die können wir noch wegballern. Wir waren da oben noch nicht, ne? Der Bord. Hat immer noch keine Ausdauer. Dann sind wir da. Da ist auch noch eine Kiste. Da ist auch noch eine. Wow. Was ich sehe. Aber jetzt habe ich eine Folge geschaut. Ich hab's gelesen und schon wieder vergessen. Irgendwas mit Mau und Kringo, Kringo und Markus, keine Ahnung. Markus, okay. Oder Marco, nee, Markus. Das ist Marco. Oben ist das Kommandodeck. Und steht Presley. Dass jetzt nicht Presley ist. Ash Anderson? Ein Daten. Eintrag 1 nicht für Daten. Daten wiederhergestellt, mit Commander darüber gesprochen, ich ist ganz verdammte Aliens an... Ah, alles klar. Hatten Aliens an Bord, das modernste Schiff der Allianz. Ich traue ihnen einfach nicht vor all diese verdammten Asari und einer Aquarianerin. Dafür hält Shepard das alles hier ein. Okay. Nichts. Mit Quarianerin ist sie, scheint auf einer Art Pilgerreise zu sein und versucht das Schicksal ihres Heimatschiffs zu verbessern. Kann ich verstehen, ich würde meine Kinder beaufsichtigen oder so, aber wenn sie unbedingt an Bord sein muss, ist es auch nicht eine Weile lang und ich lese mir alte Tagebucheinträge noch einmal durch. Ich wie blind ich damals war. Ich kam in der festen Überzeugung an Bord dieses Schiffes. Die Menschheit wäre allein in der Galaxie. Shepard hat diese Aliens an Bord gebracht und ohne die wäre alles, was wir erreicht haben, niemals möglich gewesen. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, Leben für jedes Mitglied. Wahrscheinlich mein Leben für jedes Mitglied dieser Crew geben würde. Oder dass ich mein Leben, wahrscheinlich dass ich mein Leben diese Crew geben würde, ganz egal auf welcher Welt es geboren ist. Siehst du, der hat eine Entwicklung durchgemacht durch uns, ne? Der hat, ne? Presley, guter Mann. Und wir haben seinen Tod gleich als erstes gesehen. Nein, warum nimmt die das nicht mit, Mann? Das ist eine gute Erinnerung. Ne? Nein. Die letzten Tagebucheinträge von Presley. Deine supergeile Erinnerung. Kannst du dir ins Regal stellen. Die Frage ist, wo sind die restlichen Logtags? Haben wir noch irgendwas komisches? N7-Helm ist nicht wahr. Aber es fehlen noch einige. Oh. Oder das ist hier. Zum Glück leuchten die so hart, ne? Also wird sonst nicht finden. Elements Zero Box mit 150 Elements Zero.
Ja, Marmor, glaube ich schon. Könnten wir Tagebuch? Das haben wir erledigt, okay. Echt? Abgeschlossen. Okay, wir haben es geschafft. Ach, warte. Tagebuch. Es ist abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Wenn es dunkel ist, ist es abgeschlossen. Alles klar, da haben wir alle gefunden. So wie es aussieht. Es war abgehakt. Es war abgehakt. Wenn ich jetzt nichts gefunden, noch ein paar nie gefunden habe und mir das Spiel deswegen sagt, ja, dann ist das Spiel dran schuld. Naja, die Absturzstelle haben wir gesichert. Ich glaube, wir haben alles gefunden, was wir finden durften, finden sollten. Es ist ein etwas komisches Gefühl, hier zu sein, ne? Also so an sich. Du erinnerst dich dann halt zurück, wie du dort auf der Normandie rumgerannt bist damals. Kein gutes Gefühl, die Erinnerungen. Ja, ein Denkmal wurde an der letzten Ruhestätte der SSV Normandie auf Alchera, ich hoffe, das heißt Alchera, errichtet. Und die Familien aller alles gut, wir haben es geschafft. Aller vermissten Crewmitglieder wurden über deren gewaltiges Opfer informiert. Shepards verlorener N7-Helm wurde sichergestellt. Wir haben 200 Erfahrungen gekriegt, 3750 Credits gemacht und 385 Element Zero gefunden. Ja. Das gehörte, das war ein DLC, ne? Das war ein DLC. Das konntest du beim Original nicht spielen. Wie gesagt, die Planeten tue ich dann abformen. Wenn ich dann. Ne? Weil, ganz ehrlich, jetzt die ganzen Systeme hier abklammern, das wird ein bisschen. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Das könnte dauern, sag ich mal so. Da bist du dann 50 Folgen lang mit Abformen beschäftigt. Und. 2 Folgen mit der Story. Übertrieben gesagt. Und jetzt ab nach Omega. Ich freue mich. Ich freue mich. Früher habe ich gedacht, hey, was ist das für eine komische Station? Was ist das? Ein Pilz? Aber das ist ja eine Asteroidenmine. Das war mal hier. So ein Asteroid wahrscheinlich. Ganz schön abgeknabbert. Geil. Ich freue mich. Ich freue mich auf Aria. Aria? Die hieß Aria, ne? Ich glaube, die hieß Aria. Jetzt siehst du erstmal, wie riesig die Station ist. Die Asari, die hier das Sagen hat, die hieß Aria. Aria. Glaube ich zumindest. Ich hoffe es. Sonst verwechsel ich das jetzt mit Game of Thrones. Ich nehme den Charakter und den Charakter. Kann der ein Outfit schon wechseln? Ah! Oh, wir nehmen hier Specialist. Model.
Mein Dänemark ist automatisch in Stufe fliegen. Weil so viel kannst du ja hier nicht mehr machen. Willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Moklen. Ich wollte gerade... Abgang fordert. Sofort. Natürlich, Moklen. Was immer Sie verlangt. Verdammte Aasgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben sie auf dem Schirm, seit sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie sie glauben. Aria will wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Hat's gewusst. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und ihre Aufwartung machen. Heißt Afterlife Arschlochleben? Oder ist das, steht das After für was anderes? Sparen Sie sich die Drohgebärden. Ich bin nicht auf Omega, um Probleme zu machen. Um sie herum explodiert ständig irgendwas, Shepard. Sie können es Aria nicht übel nehmen, dass sie ein Auge auf sie hat. Afterlife. Sofort. Kann ich aber nichts dafür. Hallo? Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Ganz kurz. Das Rumhuppen von den Charakteren in den kleinen Cutscenes hier, oder was das sein, hier in den kleinen Gesprächen, das stört immer noch relativ hart. Hat ihn in den Griff gekriegt. Und wir sehen dort vorhin noch schön Zahid Masani. Halten Sie den Mund! Bitte. Sie müssen mir helfen. Wer hat Ihnen erlaubt zu reden, Blödmann? Sind Sie Said Masani? Ja, das bin ich. Sie müssen Commander Shepard sein. Wie ich höre, müssen wir eine Galaxie retten. Heidi, der ist gerade dabei. Nimm Typen Angst einzujagen, ihn zu verprügeln und redet ihn mit sie an. Korrekt. Etikette eingehalten. Ich schau ihnen jetzt aufs Maul. Sie halten jetzt ihr Maul. Bam. Ich nehme an, man hat sie informiert. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Cerberus hat mir alles geschickt, was ich wissen muss. Meine Kontakte haben gesagt, wir sammeln einen Mann auf, nicht zwei. Batarianischer Delinquent. Hat jemanden so sauer gemacht, dass er mich angeheuert hat, ihn zu finden. Sogar für meinen Lebendigpreis. Bitte, ich war es nicht. Klappe, habe ich gesagt. Hat versucht, mich auf eine Verfolgungsjagd durch die ganzen Systeme zu treiben. Er hätte es besser wissen müssen. Typen fliehen immer nach Omega. Was passiert mit ihm? Ich übergebe ihn und kassiere das Kopfgeld. Was danach mit ihm passiert, ist mir egal. Meine Kontakte haben gesagt, wir sammeln einen Mann auf, nicht zwei. Batarianischer Detektiv hat versucht, mich auf eine Verfolgungsjagd durch die... In welcher Beziehung stehen Sie zu Cerberus? Ganz ruhig. Cerberus bezahlt mir jede Menge Geld, damit ich ihnen bei ihrer Mission helfe. Das ist alles. Nicht viele Söldner würden ein Selbstmordkommando wegen der Bezahlung annehmen. Die meisten Söldner kriegen keine Angebote, wie Cerberus es mir gemacht hat. Diese Mission klingt nicht nach einem guten Geschäft. Aber ihr Unbekannter kann viele Credits locker machen. Schön, Sie bei uns zu haben, Said. Wir haben noch viel zu tun. Das hat man mir gesagt.
Der Unbekannte hat ihn vermutlich von unserem Arrangement erzählt. Nein, die Information hat er wohl lieber nicht in die Akte aufgenommen. Gut, dass ich gefragt habe. Ich habe vor einer Weile eine Mission angenommen, kurz bevor ich bei Cerberus angefangen habe. Ich dachte, Sie hätten vielleicht Interesse. Haben Sie schon einmal von Vido Santiago gehört? Er ist der Anführer der Blue Suns, leitet die ganze Organisation. Anscheinend hat er kürzlich eine Elpfel Ashland-Raffinerie auf Zoria eingenommen und missbraucht die Arbeiter als Sklaven. Das Unternehmen will der Sache ein Ende setzen. Ich sorge dafür, dass wir das erledigen. Gut. Wenn wir das aus dem Weg haben, können wir uns darauf konzentrieren, den Helden zu spielen. Ich schalte das Ding lieber ab, bevor es anfängt zu stinken. Wenn Sie das nächste Mal bereit sind, jemanden zu töten, bin ich auch startklar. Alles klar. Ja, dann 6 Vorbild gekriegt, Digga. Kumpel, Alter. Ich muss mir das echt abgewöhnen mit dem Mist. Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.